Hallo ihr Lieben, ihr seht, wir sind jetzt hier zu viert und das hat einen Grund. Bleibt dran. Ja, wir haben hier ein kleines YouTube-Treffen, ne? Ja. Das hat sich so ergeben. Ja, wir haben hier Moni und Chris von Wird Zeit zu reisen. Die haben wir euch ja schon mal einmal kurz vorgestellt. Moni, Chris. Hallo. Wer hätte es gedacht? Und wir haben es tatsächlich mal geschafft, die hier hinzukriegen, obwohl die beiden eigentlich aus Berlin sind. Also ziehe ich einen Hut vor. Aber gut, ihr habt eine Verwandtschaft hier, ne? Ja, wir waren gerade zufällig in der Nähe. Ja. Dann. Ja, und dann sind sie hier hingekommen. Ja, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Wie kommen denn so junge Leute wie ihr auf die Idee, um die Welt zu reisen? Tja. Gute Frage. Nein, ja, also wir dachten uns, bevor es zu spät ist, sollte man das auf jeden Fall machen. Wir sind ganz mutig gewesen, haben beide unsere Jobs gekündigt und die Reaktion, die man darauf ja erwartet, wäre ja eigentlich, ey, seid ihr verrückt, einen sicheren Job zu kündigen, der ist unbefristet. Warum? Aber mein Chef hatte gesagt, ey, geil, mach das auf jeden Fall. Ich würde sowas gerne auch machen, nur ich bin schon zu alt, aber... Bei wann macht man sowas schon einmal im Leben? Ja, genau. Also, Hammer. Ja, und das ist auch richtig, weil die meisten denken, wir machen das, wenn wir in Rente sind. Man weiß nie, ob man die überhaupt erlebt. Ja, ich sage in meinem Alter schon immer, die Einschläge kommen näher. Also ich bin froh, dass wir schon einiges gesehen haben. Nur in dem Alter sind wir noch nicht, was heißt alt? Ich sehe noch relativ jung aus. So jung seid ihr auch schon nicht mehr, ne? Hallo? 30, 31. Er ist doch noch jung. Ich hätte sie jetzt persönlich nicht nach dem Alter gefragt, aber wenn sie es von sich aus sagt. Naja, aber ich meine, kann man schon mal machen. Beim ersten Hingucken 25 maximal. Danke. Ja. Das aber, müsst ihr aber eigentlich auch sagen, wir sehen auch nicht so alt aus, wie wir sind. Das wäre ganz nett. Jetzt aber. Nein, natürlich nicht. Also wir haben euch auch ungefähr in unserem Alter geschätzt. Ne? Oh, also 25. Schade, ich hätte es fast geglaubt. Mitte 30. Ja, gut. Jetzt habt ihr natürlich eine andere Art zu reisen. Unsere Klientel sind mehr so die Leute, die Kastenwagen fahren. Und die, ja, genau. Und hier ist immer ruhig. Nachbarn. Und die Vanlifer und so, die wir ansprechen können. Aber wir sind natürlich angefangen mit Leuten, die als Backpacker durch die Gegend fahren. Also vorne Rucksack, hinten Rucksack, die habe ich immer bewundert. Und da sind wir auf die beiden zufällig getroffen. Und ich sag mal, wir haben den ersten Film von denen geguckt und da waren wir schon geflasht. Also die machen wirklich super geile Filme, oder? Ja, na, auf jeden Fall. Ja. Also wir sind von Anfang an die einer der ersten. Ja. Die großen Fans. Ja. Danke. Ja. Und ihr seid ja schon richtig rumgekommen. Wo seid ihr schon überall gewesen? Also angefangen haben wir in der Slowakei. Dann sind wir rüber in die Ukraine mit dem Zug und haben dann erstmal ein bisschen die Ukraine bereist. Dann haben wir eine Fähre nach Georgien genommen, sind dort 1,5 Monate gewesen. Mhm. Dann rüber in die Türkei, von dort aus nach Äthiopien, da waren wir allerdings nur 5 Tage. Dann weiter nach Südafrika, von Südafrika nach Mauritius. Und jetzt wird gespoilert. Ach nee, nicht weiter, nach Mauritius, Entschuldigung, nach, auf die Seychellen auf waren die Seychellen. Wir da. Auch noch. Dann noch Mauritius, dann nach Malaysia und dann nach Bali. Ja, also wir sind schon weitergekommen als wir. Ja, so ein paar Länder können wir auch aufzählen, aber die gehen nicht so weit, außer Sansibar und Samanda. Ne? Ja. Karibik, ja. Und ihr seid jetzt aus einem ganz bestimmten Grund wieder zu Hause, weil? Corona. Man hätte es gedacht. Einstimmig, hätten wir auch noch eins stimmen können. Ja, einstimmig. Ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Reist ihr denn jetzt weiter oder habt ihr komplett abgebrochen? Also unsere letzte Station war ja auf Bali gewesen und unsere Reise haben wir jetzt erstmal abgebrochen, da, ja. Aus bekannten Gründen. Aus bekannten Gründen. Ja, nee, also es hat dann auch nicht mehr viel Sinn gemacht, weiterzureisen von dort, wo wir dann waren. Alle Länder um uns herum haben dicht gemacht und... wo sollte man noch hin? Genau. Wir sind letztendlich mit einem Rückholflug zurückgekommen und es war dann überhaupt nicht abzusehen, ob es weitergeht oder nicht und...
es hat sich halt so rausgestellt, dass die Maßnahmen länger dauerten und deswegen haben wir auch für uns dann entschieden, es macht jetzt nicht mehr Sinn, loszuziehen. Wir werden einfach nochmal sparen, wir werden uns also beide wieder Jobs suchen, werden einfach nochmal sparen und dann später nochmal losreisen. Und dann ein Jahr hoffentlich. Hoffentlich noch, ja, hoffentlich diesmal das ganze Jahr vollkriegen, so wie es geplant war. Ja. Muss es nicht grausam sein, wieder ins normale Leben zurückzukommen? Davon denke ich auch. Also jetzt sind wir noch arbeitslos und leben von unseren Ersparnissen, das ist ganz nett. Aber ja, ich denke mal, der Einstieg wird dann erstmal wieder schwierig, wenn wir in Berlin sind, in einem Monat. Ja. Da hat das Alter wieder einen Vorteil, weil wir, also ich jetzt als älterer Mensch, kann ja sagen, die Rente ist nah und dann können wir nur noch durch die Gegend ziehen. Und ich sag mal so, wenn wir von unseren Reisen wiederkommen, wir haben unseren gesicherten Job, wir stehen mit allen Füßen im Leben. Das habt ihr alles noch vor euch, ne? Aber wir sehen das alles positiv. Ja. Irgendwas passiert schon immer. Genau. Ja. Wie heißt halt, wenn man eine Tür schließt, sich die andere öffnet sich, dann ist immer so. Auf jeden Fall. Auch ja. Dass wir, vielleicht hat es auch irgendeine tiefere Bedeutung, dass wir unsere Reise vorzeitig abbrechen mussten. Vielleicht führt das ja zu irgendwas, was uns jetzt noch nicht bewusst ist, was uns später dann hilft. Sonst würden wir auch nicht hier sitzen. Jetzt, genau, sonst wären wir hier gar nicht bei euch. Das stimmt. Es ist auch wirklich verrückt, wenn ich mein Leben als Lebensgeschichte mal irgendwie ein Buch schreiben sollte. Da ist wirklich jede Sache, die negativ irgendwo mal aufgefallen ist, also ich sag mal, die kleinen Katastrophen oder auch die großen Katastrophen im Leben, haben immer zu was Besserem geführt bei mir. Und das kann ich euch auch auf eurem Weg mitgeben. Es wird wirklich so sein. Das ist wirklich nicht so, dass wenn jetzt das große Schicksal passiert, dass dann die Welt untergeht, sondern es kommt immer was Besseres danach. Also, was du so erlebt, habe ich so erlebt, ne? Ja. Ja, genau. Kurz und bündig, ja. 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 Ja, um das Ganze nicht ganz so lang werden zu lassen, oder wolltet ihr noch was sagen? Schöne Grüße in die Ferne. Also ich kann nur sagen, genau. Ich kann nur sagen, schaut es euch unbedingt mal an. Wird Zeit zu reisen, richtig, ne? Ich habe ein bisschen Probleme, das auszusprechen. Gucken kann ich es aber nicht aussprechen. Wenn notfalls über unsere Seite ja auch. Wir haben sie verlinkt auf unserer Seite unbedingt. Und es lohnt sich wirklich. Also vom ersten Film, also in jedem Film kommen Überraschungen, wo wir wirklich mal sagen, wo holen die das her? Wie kriegen die solche Dinger zustande? Also ganz crazy muss man sagen. Alles gescriptet. Auch nicht zu ernst, bitte. Ganz geil fand ich ja, wie ihr da gestanden habt mit den vielen Ballonen, die hinter euch hochgingen. Oh, ich habe jetzt eine Gänsehaut. Das war magisch. Das war geil. Auch einer unserer Gänsehautmomente der ganzen Weltreise, oder? Ja, Kappadokien. Ja. Wenn einer fragt, was fandet ihr am besten? Das ist schwer zu beantworten, aber Kappadokien war immer eins mit vorne dabei. Highlights, ja. Definitiv. Ich glaube, ich hätte ein Taschentuch gebraucht in dem Moment oder zwei oder drei. Das war ja so ein Moment. Ne? Ja, absolut. Also da war das war pure Euphorie auf jeden Fall. Und dann aber die nette Gesellschaft, auch. Das hat einfach alles perfekt gemacht. Alles die Leute passt, eigentlich drumherum. Ja. Es wird auch spannend, weil da kommen auch Szenen vor, wo ich sag mal auf gut Deutsch gesagt, ich hätte mir eine Hose gemacht. Wo zum Beispiel? Müssen wir jetzt nicht verraten. Na, sollen die Leute mal gucken. Also es ist wirklich, da haben wir auch gedacht, oh weia, also ganz schön mutig. Also mutige Momente hattet ihr mehrere, wo ich dann sagen muss, da wäre ich auch nicht reingegangen. Es passiert wirklich viel, auch wenn es relativ kurze Filme sind. Ne? Ihr macht die eigentlich relativ kurz. So im Schnitt 10, 15 Minuten. Ein paar Ausreißer gibt es Richtung 20 Minuten Marke, aber ansonsten relativ kurz. Ja. Und ich glaube, deren Markenzeichen ist, dass am Schluss immer mit dem Jingle aufhört. Hm. Nicht so wie wir und das immer Intro. Machen. Und Intro. Ja, genau. Also eigentlich das Outro. Ja. Es endet im Outro. Ja. Ja. Genau. Ja. Und immer sehr, sehr schöne Musik. Das passt auch. Also das können Sie sogar noch besser als ich. Oh komm! Aber wir nutzen beide den gleichen Anbieter. Ja, Epidemic Sound. Ja. An dieser Stelle mal erwähnt. Werbung. Ja, blende ich ein, kein Thema. Weil, wo kriegt man so zauberhafte Musik her? Das stimmt. Aber das machen wir uns auch immer mehr. Mittlerweile wird es eng. Ja, das war, was wir zu sagen hätten, ne? Ja. Und dann würden wir einfach sagen, hier von diesem ruhigen Ort, ist ja immer ruhig. Genau, gerade wie ein Auto fährt. Aber ein sehr schöner Ort, müssen wir sagen. Super schön, ja. Ja, können wir zusammen einstimmen, ne? Tschüss in die Ferne. Wiedersehen.